Hallo Leute, hier ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ich komme gerade zurück von einem Kurztrip, so einem Kurzurlaub, und schalte gestern Abend meinen Computer an, weil da kam nämlich vom österreichischen Bundesheer, die haben ganz massiv auf das Thema Blackout aufmerksam gemacht mit einem Abend, mit einem richtigen Abend. Und zugleich startet heute am 1. Oktober die Kampagne des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Startet jetzt mit dem Thema Katastrophenhilfe allgemein und geht dann auch zum Thema Blackout. Und ich habe mir gedacht, yeah, nach 3 Jahren Arbeit kommt das jetzt in alle Köpfe an. Und dann schaue ich mir das an und soll euch was sagen? Ich komme mir voll verarscht vor. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt einfach dran. Los geht's! So Leute, fangen wir doch an mit unserem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die sind ja eigentlich nur für den Kriegsfall zuständig, aber sie haben es jetzt mittlerweile selber kapiert, dass die Leute eben erwarten, dass die auch für die Normalsterblichen nicht Kriegsfall zuständig sind. Das haben sie jetzt geändert, das finde ich schon mal richtig gut. Und sie starten heute am 1.10. eine Kampagne zum Thema Krisenvorsorge allgemein mit Fernsehwerbung, mit Plakaten und. Soweit bin ich voll d'accord. Ist richtig gut. Ihr seht es also auch, ich meine, die haben ein Budget von 250 Millionen und der Kanal hat 10.800 Abonnenten und hat noch nicht einmal ein Zehntel von den Klicks, wie ich habe, alleine ohne Budget. Liebes BBK, solltet ihr vielleicht mal drüber nachdenken. Tja, und dann habe ich mir gedacht, coole Aktion und auch die Seite dazu ganz gut gemacht, bis ich dann das gesehen habe. Und das ist das, was dann im Fernsehen kommen soll. Ich zeige es euch einfach. Könnt ihr euch selber Meinung bilden. Abendessen mit euch und meinen Lieblingsenkeln? Das klingt natürlich total toll, aber ich bin echt müde. Lass uns das doch auf nächste Woche... Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich heimkomme und ich sehe so eine Karnickel mit roten Augen, dann würde ich sagen, verdammt, was hat dem mir in mein Getränk getan? Oder habe ich einen über den Durst gesoffen oder hat die Drogen genommen oder sonst was? Es soll witzig sein, das Ganze. Ich weiß es nicht. Seien Sie für alle Fälle vorbereitet. Susi, Liebes, natürlich komme ich zu euch. Und kann ich vielleicht eine Weile bei euch wohnen? Gehen Sie auf notfallvorsorge-bbk.de und erfahren Sie, was Sie in echten Notsituationen immer griffbereit haben sollten. Also mal ganz ehrlich, Leute. Wenn die diesen Spot hergenommen hätten und hätten an die BZGA, an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geschickt und hätten dann gesagt, zum Schluss dann einfach zu sagen, nehmt keine Drogen, weil das ist für mich eine drogensüchtige Oma, die heimkommt und hat Drogen und die macht dann Werbung für ein Backout-Pack. Naja, also wie gesagt, es soll witzig sein, das ist für mich Verarschung, sage ich ganz ehrlich, weil alles, was hier hängen bleibt, ist eine drogensüchtige Oma, mehr nicht. Dass die jetzt irgendeinen Notfallgepäck mitgenommen hat und mit den wichtigen Dokumente sogar an der Seite, das sind so kleine Facts, die aber viel zu klein rauskommen. Es gibt noch mehr von diesen, es gibt da noch einen mit Donuts, die von oben runterfallen, es gibt noch einen mit Außerirdische oder es gibt zum Beispiel auch noch einen, wo dann plötzlich ein Monster aus deiner Playstation kommt. Seien Sie für alle Fälle vorbereitet. Gehen Sie auf notfallvorsorge-bbk.de und erfahren Sie, was Ihr Gepäck für echte Notsituationen enthalten sollte. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist zumindest keine drogensüchtige Oma nicht da. Wenn man dann trotzdem auf die Seite findet, dann gibt es dort, wenn man länger sucht, oder beziehungsweise nach unten scrollt einfach, das 360 Grad Notfalltraining. Klickt mal drauf. Was wäre, wenn Hochwasser, Feuer, Chemieunfälle, Unwetter, Pandemien oder Erdbeben? Katastrophen scheinen meist weit weg.
Du glaubst auch, das geschieht hier nicht? Dann lies besser weiter. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Was glaubt ihr, wie hoch die Schäden durch die Naturgefahren sind? Naja, locker über 2 Milliarden, ja, wie man sieht. Oder glaubst du etwa auch an diese Mythen? Mythos 1, das machen nur Nerds. Also nur Nerds sorgen vor. Also bis jetzt waren wir das so, dass wir rechten Prepper haben. Jetzt haben wir Nerds, cool. Irrtum, es kann jeden treffen. Deutschland 180.000 Feuerwehreinsätze wegen Brände und Explosionen. Knapp 300.000 Mal schlägt der Blitz ein. Es kommt regelmäßig zu Evakuierungen, Hochwasser und Chemieunfällen. Es gibt immer noch genügend Zeit, wenn es soweit ist. Genau, du musst in drei, angenommen, du musst in 3 Minuten deine Wohnung verlassen. Weißt du, wie du Familie, Freunde erreichst, falls Strom und Handy ausfallen? Gute Frage. Hast du alle deine wichtigen Unterlagen griffbereit? Kennst du die Notausgänge? Okay. Bestimmt hast du einen Süßigkeitenvorrat für emotionale Notfälle. Genauso solltest du dich auf andere Notfälle vorbereiten. Auf den Lieferservice kannst du im Ernstfall nicht zählen. Es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder in die Kommentare lese, wahrscheinlich ironisch gedacht, dann holt man halt den Pizzaservice, aber ich denke, der eine oder andere denkt so. Ja, wenn ich selber nicht kochen kann, hole ich halt den Pizzaservice. Der kann aber auch nicht kochen. Gut, dann gehen wir da mal direkt zur Wohnung. Machen wir hier scheinbar draufklicken. Der Sammelbegriff ist CBRN-Gefahrenstoff, also früher hieß es ja mal ABC. Welche Begriffe verbergen sich hinter den Buchstaben C? Chromatisch, chemisch, chronisch. So, biologisch, radiologisch und nuklear. Yeah, ich habe alles richtig. Und dann schauen wir uns doch mal hier an. Was kommt da noch? Ah, die Katastrophenschutzbroschüre wird vorgestellt. Das finde ich schon mal gut. Zum Downloaden und auch zum Bestellen. Genau, leiste lebensrettende Sofortmaßnahme. Du bist dazu verpflichtet. Das vergessen viele immer. Er hat es dazu verpflichtet. Deswegen macht es einen Ersten-Hilfe-Kurs, Freunde. Wenn man ihn anruft, 4W. Also ich kenne auch 5W, aber okay. Also von der Grundidee her, ja, ganz interessant gemacht, muss ich sagen. Zumindest weit besser als eine kiffende Oma. Gestern hat dann auch parallel dazu das österreichische Bundesheer auf das Thema Blackout aufmerksam gemacht, was ich sehr gut finde. Ich würde mir sowas einmal von unserer Bundeswehr wünschen. Die haben also quasi, das lief scheinbar den ganzen Tag in den Nachrichten, Blackout-Gefahr, liebe Leute, sorgt's vor. Und dann haben sie am Abend einen richtigen Galaabend mit Show, mit Events, mit Musik gemacht, um eben hier mediale Aufmerksamkeit zu erzielen. Fangen wir einfach mal an. Der Anfang ist eigentlich recht gut gemacht. Leider gab es ein technisches Problem, es gab keinen Ton. Also hier ist eine Familie, der Strom ist plötzlich ausgefallen und wie ihr hört, hört ihr nichts. Denn leider kein Sound dabei. Genau, und dann ist das, man muss es ganz klipp und klar sagen, es ist das Ganze ein Werbeevent für das Bundesheer. Es soll suggerieren, dass quasi im Fall eines Blackout kommt das Bundesheer und alles wird wieder gut. Und das ist eigentlich die falsche Aussage. Denn das Bundesheer kann ja nur einen ganz kleinen Teil mit Notstromaggregaten, mit etc. wieder versorgen. Und hier wird ja groß aufgefahren mit Hubschrauber und allem drum und dran. Gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Also hier ist das österreichische Bundesheer rückt aus. Klar, die Familie hat dann sofort Taschenlampen, hat Vorräte im Keller. Das finde ich gut, dass sie das gemacht haben, weil man dann einfach sagen kann, okay, in dem Fall muss ich halt nicht zum Einkaufen gehen, wenn es nicht geht. Ich habe meinen Gaskocher da, ich kann mir meinen Kaffee machen. Richtig gut gemacht. Sehr schade, dass es ohne Ton ist, muss ich echt sagen. Vielleicht kommt es ja nochmal mit Ton. Ich werde schauen. Falls irgendwer was weiß, bitte ab in die Kommentare. Dann auch Trinkwasser bringen, da arbeiten sie mit der Feuerwehr zusammen. Und die Tankstelle wird von der Bundeswehr, vom Bundesheer, Entschuldigung, bedient. Ihr seht, es ist scheinbar eine normale Tankstelle oder war die in der Kaserne drin, damit die Hilfskräfte Sprit haben. Nicht ihr, die Hilfskräfte. Man muss hier wirklich auf die Details. Dann hier war zum Beispiel, was machen wir mit meiner Familie den ganzen Tag? Keine Playstation, kein Internet, kein nix. Hier ist wahrscheinlich epische Musik unterlegt mit den Seil ausrücken und was weiß ich alles und mit dem Hubschrauber und dazu ein Stromaggregat irgendwo hinfahren. Schön. Suggeriert aber die Menschen eigentlich draußen, es ist alles in Ordnung. Das Bundesheer kümmert sich drum.
Für die Deutschen, die haben kein THW, die Aufgaben des THWs übernimmt dort zum Großteil das Bundesheer. Das ist der Unterschied zu uns. Und natürlich rückt er dann die Feuerwehr mit aus und alles wird wieder gut. Und das zieht sich eigentlich komplett durch. Und jetzt kommt der Aggregat und dann schaut man das hin und alles ist wieder gut. So stellt man sich das vor. Naja, wie gesagt, sehr schade ohne Ton. Aber es ist auch nicht online, ihr seht, es ist auf nicht gelistet. Ich bin echt mal gespannt. Und dann geht's los. Wenn sich jetzt irgendjemand fragt, was hat das mit einem Blackout zu tun? Die Frage haben wir gestern auch gestellt. Aber sie wollten, ich vermute mal, sie wollten mediale Aufmerksamkeit. Es geht nämlich jetzt von Minute 7 bis zu, muss ich direkt schauen, ja, hier war Ansagerin. Ja, hier zum Beispiel gerade dann ein, also die haben alles gegeben. Wie gesagt, der Sinn ist vielleicht nicht ganz so klar. Es ist dann irgendwie, glaube ich, ab Minute 48, also nach knapp 50 Minuten, ging es dann los. Auch hier war kurz mal der Ton wieder weg. Habe ich mir gedacht, na toll, das kann ja lustig werden. Die Message mit einem Blackout muss man immer rechnen, die kann ich zu 100% unterschreiben. Und dann ging es quasi los mit einer Show, wo quasi hier Polizei eingefahren ist, hauptsächlich natürlich Bundesheer mit allem drum und dran. Feldjäger, also sie kommen mit alles. Also Blackout ist und dann wird das österreichische Bundesheer eingesetzt. Hier mit Stromaggregate mit einem Lichtmast. Ja, kann man ganz Österreich betreiben mit einem Lichtmast. Also auch hier wieder das ganze Event darauf ausgelegt. Es ist alles gut, sie kommen dann mit Hubschrauber. Sie kommen dann sogar mit Boote. Fragt mich jetzt nicht, was Boote mit einem Blackout zu tun haben. Scheinbar um irgendwelche Nahrungsmittel irgendwo hinzubringen. Ich wusste nicht, dass Österreich mitten im Meer liegt. Ist mir auch. Habe ich gesagt, episch gemacht, also das kann mir einer nicht sagen. Die Show war gut. Könnt ihr euch mal anschauen, ich gebe euch unten den Link dazu. Hilft zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Ja, genau. Genau, ohne Strom kann es zu einer Kettenreaktion kommen. Und wenn ihm ein Teil ausfällt, dann fallen ihm mehrere Teile aus, was ich quasi auch immer sage. Es geht dann noch viel weiter. Ich will euch gar nicht alles. Dann kommt zur Polizei, unterstützt auch noch die Feldjäger. Beim Schutz kritischer Infrastruktur. Das ist halt jetzt zum Beispiel ein wichtiges Thema. Kritische Infrastruktur sind auch Supermärkte zum Beispiel. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in Österreich dann das Bundesheer ausrückt, um zum Beispiel dann die Supermärkte vor Plünderungen zu schützen. Auch die haben das gleiche Problem wie wir in Deutschland, die haben zu wenig Leute. Allerdings haben die sehr viel mehr Reservisten als wir, wenn sie die mit einsetzen. Könnte das Thema wesentlich besser sei als bei uns. Also ihr seht es hier mit voller Ausrüstung. Es kommt dann auch noch eine Spezialeinheit, die sich dann sogar abseilt. Also das macht man immer so bei Blackout. Voller Kommandoeinsatz. Die dann quasi auch noch irgendwas, na ja, was auch immer, vielleicht gegen Plünderer vorgehen, ist das damit gemeint, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es geht dann also noch so weiter. Es kommt dann sogar noch Transaldi drüber fliegt und ich glaube irgendwas abwirft, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das gemacht haben, aber so sollte die Logik dahinter sein. Und dann gibt es wieder Musik. Und zwar alles Mögliche mit Let me entertain you! Passt doch zum Blackout, Freunde! Ja, ich muss sagen, passt perfekt zum Blackout. Also
Das geht also dann die ganze Zeit eigentlich so dahin, es kommt dann eigentlich auch nichts mehr. Deswegen beenden wir das Thema hier mal. Also Leute, ihr habt es gesehen, das Positive ist, es soll in die Bevölkerung rausgetragen werden. Passt auf, liebe Leute, ein Blackout ist immer wahrscheinlicher. Ihr werdet es nächste Woche in dem Video von mir sehen, dass es tatsächlich im Frühjahr die Wahrscheinlichkeit extrem hoch wird, wenn sich nichts dramatisch was ändert. Und ich befürchte, das wird es wahrscheinlich nicht tun. Das heißt, die Gefahr steigt so, dass ich meine Blackout-Uhr auf 2 Minuten vor 12 stellen werde. Im März. Ja, wahrscheinlich schon ab März. Spätestens im April. Je nachdem, wie der Winter ist, vielleicht sogar früher oder später. Wir werden es erleben. In diesem Sinne, finde es gut, vor allem, dass das Bundesheer hat ja das groß rausgetragen. Leute, passt auf, es gibt einen Blackout. Ob die Umsetzung jetzt, sie wollten halt mediale Aufmerksamkeit erregen, deswegen eben das große Konzert. Und in dieses Konzert war das Thema Blackout dann in kleinem Part noch mit drinnen. Kann man machen. Ja. Was allerdings bei dem Ganzen hängen bleibt, ist für die Bevölkerung, ich muss mich um nichts kümmern. Das Bundesheer kommt ja dann und rettet mich. Wie es bei uns in Deutschland war, da kommt dann das THW mit seinen Aggregate und alles ist gut. Und ich als Maschinist für Aggregate beim THW muss dann nur laut lachen, weil man denkt, welche Aggregate? Wo soll das herkommen? Denn die Body, die wir haben, reichen ja noch nicht einmal so viel aus von ganz Deutschland. Und vor allem kriegt ihr diesen Strom nicht, sondern er kommt dann vielleicht an Krankenhäuser, vielleicht an Landratsämter, an Feuerwehrhäuser, am THW braucht man selber Strom. All diese Dinge, aber mit Sicherheit nicht, oder vielleicht auch nur an Tankstellen für Behörden, nicht an die normalen. Das heißt, von diesen Aggregate wird der normale Bürger überhaupt nichts haben. Naja. Na gut, in diesem Sinne, liebe Leute, bis zum nächsten Video. Da kommt jetzt dann Notfallkommunikation. Es hätte eigentlich heute schon gekommen sein, aber ich habe mir gedacht, das passt jetzt gerade so, wenn der 1. Oktober ist, bringen wir das sofort raus. Und da geht es eben wie, hätte man im Ahrtal zum Beispiel sich eine Kommunikation aufbauen können oder wie kann man sich beim Blackout eine Kommunikation aufbauen. Und dazu gibt es einen Zweiteiler und der erste Teil kommt am Dienstag. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outer Chiemgau. Fährt euch!